Hey Leute, willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Rexar, geht mal vor. Ich habe so ein blödes Gefühl bei der ganzen Sache. Ein ganz blödes Gefühl. Irgendwie soll von der Seite aus die Mutun-Elite sein. Geist. Gehen wir jetzt mal hier rein. So, die sind dadurch nicht richtig aktiv, wie wir mitbekommen haben. Heißt, dass sie vielleicht nächste Runde aktiv werden. Heißt, ich werde jetzt überall einen Feldposten machen. Und vielleicht kann ich die dann zu mir locken. Kann ich gerne Gedankencontroller machen. Feind in Sicht. So, jetzt wenn die aktiv ist, klar. Jetzt hoffe ich sogar, dass andere ihn sehen. Kaliber sieht ein. Das sieht gut aus. Zero sieht den anderen. Leider nicht Crit. Das ist eine doppelte Portion Zero. Und tschüss. Ein weiterer Sieg. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Okay, damit haben wir die Elite-Mutone auch besiegt. Ruhe ist in Amerika gekommen. Mal kurz nochmal in die Hangarliste schauen. Ich bin vom bisherigen Ergebnis beeindruckt, besonders wenn man die Umstände da unten bedenkt. Ja, sieht sie Tor. So, wir können entweder sagen, ermöglicht zwei Reflexschüsse bei Vollposten oder nein, wir machen zwei Medikits. Nicht zwei Medikits, wir erhöhen die Heilung bei Medikits um 4 weitere Punkte. So, Illyrium, UFO, Flugcomputer beschädigt und Energiequelle beschädigt. So, das werden wir auch mal auf dem schwarzen Markt verdicken. Haben dadurch ein bisschen Geld bekommen wieder. Ist mir nicht genug davon. Firestorm. Da will ich noch mal kurz gucken. Und zwar im Hangar. Ich habe es ja vorhin gemacht, aber ich habe ja wieder geladen. Okay, die sind da wieder bereit. Okay. Dann würde ich wirklich überall einen mit EMP und einen mit Plasma ausrüsten. Okay, jetzt wird's interessant. Ist anvisiert. Ich hätte es eigentlich gerne in den ersten 2 Tagen, aber na gut. Kontakt verloren. Mich. So. Firestorm in einem Tag bereit, nach aktivierten Scan. Neue Projekte. Ab in den Hangar. So. Mal verändern. EMP bestätigen. Transfer nach hierher verlegen, nach Nordamerika. Und Transfer, würde ich sagen, nach Europa. Transfer abgeschlossen. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder in den Hangar. Erstmal in die Technikabteilung. Baue, kaufe Gegenstände. Nochmal 2 Firestorm. Okay. Wird leider erst in 14 Tagen. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Hangar! Schiffsliste ansehen. Und zwar, wir haben hier Demon,
Plasma haben wir da. Machen wir hier auch EMP. So, EMP, Plasma. Hier haben wir Plasma. Raven. Raven will ja hier nicht. Will nur Demons. So, ich muss erstmal hier verändern. Plasma. So, Raven. Ausmustern. Damit ich gleich mal hier ordentlich das mache. Noch ein Raven, noch ein Raven, 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 Raven. Hier noch ein Südamerika haben wir einen, genau. So, nach aktivierten Scan. Commander, wir haben eine Anfrage vom Rat erhalten. Höchste Prioritätsstufe. So, angeblich wollen mehrere Lastwagen wichtige Fracht abfangen. Sie dürfen auf keinen Fall. Ja, startet den Einsatz. Wir gehen davon aus, bekommen wir ja voll viel. Woher habt ihr außerdem das Illyrium? Frage euch mal. Die haben nämlich auch Illyrium eingebaut. Wenn es Zinnmen sind, dann gerne. Transporter ist eingetroffen. Findet den Angriff. Also starten. Denn wir haben hier schon drei mit Titanarmor und sind ja schließlich giftig. Ein Informant des Rates hat durchsickern lassen, dass ein Sattelschlepper mit ungewöhnlicher Fracht wohl von einer kleinen Gruppe X-Rays abgefangen wurde. Wir kennen seine Fracht nicht, aber wenn die Aliens es auf sie abgesehen haben, müssen wir ihnen zuvorkommen. Schalten Sie alle Feinde aus. Ja, alle Feinde ausschalten. Gerne. Wenn ich wüsste, wo die sind. Ich würde gerne mit Rexa. Mach ich Geist. Und den ersten werden wir einfach mal irgendwo hinpacken. Okay. Ist das eine Sektoide? Nur Sektoiden haben 4 Trefferpunkte, nicht viel mehr. Sturm und Schuss. Feldposten. Zizidor. Hier hinten. Feldposten. Frank! Hier hin. Feldposten. So. Du gehst hier hin. Auch im Feldposten. Und ihr beiden macht auch im Feldposten. Wetten, ab dem Moment, wo ich mich bewege, werden die dann anschließend Zitat? Ja, klar. So. Okay, Feldposten. Flugmodus aktivieren. Bei solchen bescheidenen Gegenden hier. Okay. Sieht den immer noch nicht. Schade. Flugmodus aktivieren. So, sieht sie da. Feinde gesichtet. Ja. Wieso kriegen wir auf einmal wieder Sektorien als Gegner? Feldposten. Frank. Für ungern Spurt machen, also gehst du jetzt mal hier hin. Wirst dann auch einen Feldposten machen. Ach, Müller. Herr Müller. Herr Müller geht mal hier oben hin. Da kommen Sie.
Noch mehr Sektoide. Der geht mal wieder hier runter. Besser so. Bin mal gespannt, worauf er schießt. Okay, erstmal Verbindung. Dass wir jetzt Sektoiden wiederbekommen. Ja, das war witzig, aber bringt nichts. Gucken. Habe ich irgendwas gegessen, wieso das Wasser so komisch wird? Nette Autowerbung übrigens. Und anscheinend brennt dieser LKW. Ja, jetzt können wir mal entscheiden, welchen wir nehmen. Ach, wie sieht's aus mit Kaliber? Das sieht auch weiter. Ist da was? Wo kannst du eigentlich hingehen? Du kannst bis hier einen Spot machen. Dann mache ich mal. Ich kann nicht so. Kann kein Gun Run einsetzen, verdammt. Wir gehen mal hier hin, vielleicht sehen wir da mehr. Ja, da sehen wir auf jeden Fall mehr. Hui. Bums. X-Ray ausgeschaltet. Wumms. So, Rex macht einen Feldposten. Was auch ein Feldposten. Frank. Hier. Feldposten. Du auch ein Feldposten. Feldposten. Opportunities. Ja, das wertvolle Lagerung. Ups, Alter. Tut mir leid. Okay, dann sieht sie doch. Rexa, sieht sie doch. Wie sieht es eigentlich mit ihm aus? 70% mehr Info. Gedankenverschmelzung. Der hat aber keine Gedankenverschmelzung. Mal gucken. Sehr schön. Ups. X-Ray ausgeschaltet. Frank. Der Spurt suche ich mal. Weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo meine Zielposition ist. Rexa. Lass mal nur hier hin. Dann Gun and Run. Im Gegensatz zu dem Alien gleich geht's mir echt gut. Mal kurz schauen. 41%. Nee, wechsel mal. Aber. Hier. Ist keine Bedrohung mehr. So, Freestyler Rexa. Erstmal Feldposten. Ja, geh mal hier oben wieder hin. Und mach's mal auch einen Feldposten. Zero Feldposten. Ich höre wieder extra reiche Musik und ich weiß nicht wieso. Okay, also wir können eigentlich die Map ganz gut überblicken, würde ich behaupten. Frank, nö. Was ist eigentlich hier drin? Ne? Guck mal, da haben wir solche Alien-Teile. Ist immer interessant. Kann man das auch hier sehen? Ne, hier kann man ja durchgehen. So, ich würde mal sagen, du gehst einfach mal hier lang. Nix. Wie lang ist denn die Map, bitte schön? Nur halbe Deckung, ganze Deckung. Okay, renn mal hier hin. Aufgepasst! Der Feind rollt an!
Ich bin mal gespannt, ob unsere Flieger was sehen können. Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen zu weit entfernt. Hier, du machst mal einen Feldposten, siehst du da? Frank, renne, mein Junge. So, du kannst meinetwegen bis hierhin rennen. Auch einen Feldposten machen. Ja, ich weiß nicht, ob die überhaupt treffen können aufgrund des Daches, das hier ist. Und die Werbeplakat. Das ist schon so, Wir könnten aber gerne mal irgendwie Gedankenkontrolle und sowas machen. Was sieht denn eigentlich, wenn wir Gedankenkontrolle ausüben, bei dem wir die Gedanken verschmelzen? Oder an sich einfach mal ein bisschen Chaos mit Geisteszeug machen. Feldposten. Jetzt gehst du hier hin und machst auf den Feldposten? Nee, du wirst schießen, oder? Ja, nur dass meine Deckung dadurch ziemlich erhöht, oder? Durch euch drei. Hier bekomme ich eine halbe Deckung, sehr schön. Ich sehe aber immer noch keinen. Ja. Wir können auch Gegner ganz elegant töten. So. Ja, mal gucken, da bin ich mal gespannt, ob wir treffen. Ja, 4 Schadenspunkte. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Was haben wir? Ja. Abserviert. Das Ding fliegt in die Luft. So, ja, mein Gott, das ist nur ein Auto. Beim Tankzylinder muss ich eher aufpassen. Frank rennt mal bis hierhin. Der soll auch mal was machen. Und ja, du rennst. Ne, du bist hier. Mehr reicht erstmal nicht aus. So, und ihr. Würde mich freuen, wenn ihr wieder Boden unter den Füßen habt. Nehme Schub zurück. Und hier lang. Runter, runter, runter. Würde ich mal sagen, ja, das bis hierhin. Zero. Ich komme runter. Und dann rennt es nochmal bis hierhin. Also hier haben wir actionreiche Musik und? Wollen wir was? Weil hier was explodiert oder was? Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gucken, wie die Mission ausgeht. Ich denke mal, nicht wirklich negativ für uns. Und bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.